Abiturientinnen und Abiturienten 2021. Es ist im Blick. Schule haben Sie nur noch bis zum 1. April. Sie sind der erste Jahrgang, der dann ohne Unterricht die Prüfungen nach den Osterferien, die schriftlichen Prüfungen, zu absolvieren hat. Hierzu wollen Herr Dr. Thiemann und ich Sie ein wenig in die Fakten hineinholen. Ich mache mal die Rahmenbedingungen. Herr Dr. Thiemann, mehr das Inhaltliche. Rahmenbedingung heißt, wir erwarten die Prüflinge im Abitur an jedem für das Fach oder die Fächer des Aufgabenfeldes ausgewiesenen Tage um 20 vor 9 vor den jeweiligen Eingängen. Corona-bedingt erwarten wir sie im korrekten Abstand zueinander mit medizinischer oder FFP2-Maske vor den Eingängen. Selbstverständlich können Sie sich für die langen Tage der Prüfungen Ihre Verpflegung mitbringen. Selbstverständlich ist gewährleistet, dass Sie Sanitärräume oder in diesem Fall, auch weil es das Abitur ist, eine Rauchpause wahrnehmen können. Bitte beachten Sie immer die Details und die genaue Dokumentation durch die Aufsichten. Jetzt kommt Herr Dr. Thiemann für den Ablauf eines Prüfungstages. Ja, hallo. Ihr merkt, langsam wird es ernst. Nach den Osterferien geht es dann auch ziemlich gleich los. Wenn ihr hier angekommen seid, dann müssen wir feststellen, ob alle da sind. Wir müssen feststellen, ob ihr euch gesund fühlt. Das ist ein gutes Stichwort. Wenn sich jemand nicht gesund fühlt am Prüfungstag, dann muss er nicht mitschreiben. Aber wir brauchen vom selben Tag ein ärztliches Attest. Wenn das der Fall ist, bitte nehmt frühzeitig hier mit dem Laborkolleg Kontakt auf, damit dann nichts schief geht, nichts anbrennt und wir das gut hinbekommen. Das ist ansonsten kein Problem. Ihr seht das auch im Jahresplan. Es sind Nachschreibtermine auch schon ausgewiesen. Ich gehe mal davon aus, ihr seid gesund, ihr trefft hier ein, wir stellen das fest. Die Prüfungen beginnen um 9 Uhr. Das heißt, da sitzt ihr im Prüfungsraum, ihr bekommt eure Vorschläge. Jetzt hängt das ein bisschen vom Fach ab, wie viele Vorschläge bekomme ich. Das erfahrt ihr von euren Fachlehrern. Das erzähle ich jetzt nicht für jedes Fach einzeln. Meistens ist es so, nach einer Stunde gebt ihr die nicht gewählten Vorschläge ab. Während der Prüfung, das ist dann schon so ähnlich wie eine Klausur. Das heißt, ihr könnt den Raum verlassen, um eine Toilette aufzusuchen. Ihr könnt essen und trinken. Dieses Jahr halt dummerweise dann nur draußen ohne Maske. Leider müssen die Klausuren auch nach wie vor mit Maske geschrieben werden. Weil es das Abitur ist, darf natürlich nicht gemauschelt und betrogen werden. Darüber werdet ihr an jedem Prüfungstag nochmal aufgeklärt und das tue ich jetzt auch schon mal. Während der Prüfung dürft ihr natürlich nichts dabei haben, was irgendwie verboten ist. Das ist klar. Ihr dürft dann nicht in die Schulbücher nochmal gucken, nicht in eure Aufzeichnungen. Das versteht sich von selbst. Ihr dürft auch nicht euer Handy benutzen, aber es kommt jetzt noch stärker. Ihr dürft kein Handy bei euch mitführen. So steht es in der Verordnung. Das heißt am besten, ihr kommt handylos ohne Handy in die Schule. Ansonsten, wenn ihr es doch dabei habt, müsst ihr es an diesem Tag irgendwie loswerden. Anders geht es nicht. Es darf nicht mit in den Prüfungsraum hineingenommen werden. Das gleiche gilt natürlich auch für das iPad, für alle internetfähigen Geräte. Es gilt auch für internetfähige Uhren. Also wer eine Smartwatch besitzt, herzlichen Glückwunsch, aber während der Prüfung dürft sie nicht in den Prüfungsraum reingehen. Aber in den Prüfungsraum hängt auch eine Uhr aus und dann seht ihr da immer, wie spät es ist, wie viel Zeit ihr noch habt. Ja, wenn dann alles rum ist, dann gebt ihr eure Arbeiten ab. Ihr habt vorher noch die Wörter gezählt und dann verlasst ihr den Raum. Dann wäre es ganz toll, wenn ihr den Raum nicht verlasst mit dem lauten Ausruf,
Juhu, ich hab's geschafft! Das stört die anderen, die auch noch schreien, sondern ihr verlasst den Raum möglichst leise und fahrt dann wieder nach Hause. Ich hoffe, dass alles gut geht. Die letzten Jahre ist auch alles gut gegangen. Ich denke, das wird bei euch auch so sein. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute und Frau Reuter sagt jetzt noch ein Schlusswort. Ich weiß, dass Sie schon jetzt die Sehnsucht zur Straße der Wünsche haben. Es ist lange Tradition am Laubach-Kolleg, dass Sie von Freunden und Familie ermutigt werden. Mit wunderschönen Plakaten, die gestaltet sind und die im Außenbereich aufgestellt werden dürfen. Das wird auch in diesem Jahr so sein können. Ab dem 15. April können diese Plakate bitte selbst stehen und nicht an Bäume tackern oder an Hauswänden befestigen, aufgestellt werden. Ich hoffe, dass all Ihre Wünsche und Zusprüche an Sie in Erfüllung gehen. Sie sind gut vorbereitet. Trotz der Pandemie haben Sie umfänglich Unterricht gehabt. Behalten Sie also alle Nervenkraft. Sie können das. Alles Gute und viel Erfolg. Wir sehen uns dann.